Hinter einer Glastür mit großen gelben Warnschildern liegt das Labor, in dem die Forscher den Mutanten, mittels Sequenzierung auf die Spur kommen. Zutritt bekommen nur ausgewählte Mitarbeiter mit Kittel, Maske und Handschuhen. Denn, hier werden infektiöse Corona-Proben auf Mutationen unter. Am Mittwoch, 17.2, meldete das Robert-Koch-Institut, die ansteckendere Corona-Variante aus Großbritannien macht bereits 22% der Infektionen in Deutschland.